So, meine Damen und Herren, falls Sie planen, morgen früh oder Vormittag was fürs Wochenende einzukaufen, hätte ich noch einen wichtigen Hinweis für Sie. Tun Sie es nicht. Als die Rentnerin im April 2010 die Wohnung verlässt, ahnt sie nicht, dass direkt vor ihrem Fenster ein Haus gebaut wird. Als ich nachmittags nach Hause kam, waren die Fenster zu. Es war dunkel. Und der Vermieter stand vorne und sagte, ja, sehen Sie, so schnell kann das gehen. Entschuldigung. Tja, so schnell kann es gehen. Die Heute-Show ist auch schon wieder vorbei. Jetzt